Hallo, liebe Leute des gepflegten Reinigens. Ich hatte zuletzt ja den Crime Scene Cleaner gespielt, war durchaus angetan von der Spielmechanik und habe mir gedacht, ich brauche ein Anschlussgame, was mich weiterhin in diesem Flow lässt. Und da hatte ich jetzt die Möglichkeit, diesen Powerwash Simulator zu nehmen oder House Flipper 2. House Flipper 2 ist ein bisschen teurer noch, da warte ich, glaube ich, auf ein Angebot. Werde ich aber auch noch spielen, steht fest zu 99%. Und habe mich jetzt erstmal für den Powerwash Simulator entschieden, den wir jetzt erstmal so ein bisschen als Übergang dafür nehmen. Ich werde ihn wahrscheinlich relativ lang spielen, vielleicht auch komplett durch. Also ich denke, komplett durch. Denn es gibt ja auch noch einige DLCs. Einige sind kostenlos. Die habe ich dann hier schon dabei. Und dann gibt es noch welche, die gibt es für 7,99. Da habe ich speziell eins noch im Auge. Nämlich Zurück in die Zukunft. Back to the Future. Das würde ich gerne auf jeden Fall auch noch dazu nehmen. Das wäre mir dann die auch 8 Euro wohl wert. Aber erstmal schaue ich mir so insgesamt das Spiel mal an mit euch zusammen jetzt. Und wir werden natürlich in den Karrieremodus gehen. Ich klicke schon mal drauf. Bonusjobs, freies Spielen, Challenge-Modus. Ne? Wir machen einfach Karriere. Und mal gucken, ob ich die anderen Sachen nachher auch mal anteste. Aber Karriere finde ich erstmal am interessantesten. So, da fangen wir an in der Garage. Wir müssen diesen Transporter wohl reinigen. Harper Shaw. Tolle Neuigkeiten. Ich habe bei den Auktionen endlich einen Transporter unter deinem Budget für dich gefunden. Unter meinem Budget. Okay. Nicht ausflippen, wenn du ihn siehst. Er sieht aus, als wäre er gerade am Grund eines Sees ausgebockert worden. Aber das ist gut. Deswegen hat niemand anderes drauf geboten. Die haben etwas verpasst. Unter dieser abscheulichen Schmierenschicht steckt ein perfektes Arbeitstier. Der Motor ist ein Traum, kein Rost, hinten liegt sogar Ausrüstung drin. Nur einmal gründlich abspritzen und schon bist du im Geschäft. Wenn du das Ding sauber kriegst, hast du dir deine Druckreiniger-Sporen redlich verdient. Ja, sehr schön. Details. Okay, da sind die einzelnen Teile des Autos, die man wohl reinigen kann, angegeben. Und es gibt jeweils ein bisschen Geld für jedes dieser Teile, also insgesamt $50 zu verdienen. Wirkt jetzt erstmal nicht sehr viel. So, der Überblick. Nachrichten haben wir wahrscheinlich jetzt noch nichts. Ne, außer ja, wir kriegen ein Foto. Koop-Spiel müssen wir mal gucken. Ich werde eventuell, je nachdem, muss ich mit Lexi noch absprechen, kann sein, dass wir da auch mal zwischendurch zu zweit agieren. Ist für euch sicherlich auch interessant, weil natürlich, wenn ich mit jemandem interagieren kann, das Ganze noch mal interessanter wird. Wir gehen mal rein. Okay, Düse wählen, 2, 3, bla, blub, 1, 2, 3. Moment. Verlängerung ist 1. Düse wählen 2, 3. 2. Seife wählen 3. So. WASD ist ja klar. Ausrüsten E. Düse drehen R. Was haben wir noch? F. Ausrüstung aufheben, platzieren. C. Zielmodus. Zielmodus. Kann das sein, dass das ist, was im Crime Scene Cleaner die Q-Taste ist, wo man sehen kann, also wo nochmal speziell aufleuchtet, wo noch Dreck ist oder so. Na, das werde ich gleich sehen. Wenn das so ist, würde ich mir das eventuell dann auf die Taste Q legen, weil ich das denn aus dem Crime Scene Cleaner so kenne. So, Hochdruckreiniger verwenden ist klar, linke Maustaste, Reiniger verwenden, rechte. Düse wechseln, Ausrüstung drehen. Ja, das ist ja über die Maus besser als über die Tastatur dann. Okay.
Dann. Okay. Das sind die verschiedenen Düsen. Das weiß ich natürlich nicht, welche für was am geeignetsten ist. Ich klicke mal auf E. Das ist die Verlängerung. Düse. 40 Grad Düse. Bildet auf Kosten des Drucks einen großen Wasserfächer. 25 Grad. Okay, das sind also bei 0 Grad ist so richtig heftig drauf. Und dafür aber nur kleine Fläche. Ich würde sagen, wir machen mal die 25 Grad. Und ein erstes Ping heißt ja dann wohl schon mal ein bisschen Geld verdienen. Ne? Ein Dollar. Ja. Ein schnell verdienter Dollar. Ich bin gerade am Überlegen, ich glaube, das ist noch ein. Moment. Ist ein Tick zu laut, glaube ich. Dann hört ihr mich vor lauter Wasserstrahl nicht mehr. Probieren wir es mal so. Könnte besser sein. Also nicht könnte besser sein, sondern es ist vielleicht so besser. Tür ist gut. So, das wird ja dann scheinbar unser Gefährt für den weiteren Spielverlauf. Ist ja schon Power-Wash Services angegeben. Okay, das ist auch gut. Ich glaube, das waren jetzt aber nur die Felgen. Es waren nicht die Reifen, die Bling gemacht haben. Aber das werden wir gleich noch sehen. Machen wir erstmal das, was so offensichtlich ist. Die Scheiben scheinen etwas schwieriger, hartnäckiger. Rücklichter werden auch einzeln bezahlt, sehr schön. Tür ist fertig. Hinten muss ich gleich sicher noch mal ran. Ja, wir schon allein wegen der Scheiben. Aber machen wir jetzt erstmal hier. Grobe Dinge weg. Ist ja schon ein sehr angenehmes Gefühl. Schön, dass er probiert. Sehr befriedigend. Vor dem Haus meiner Albtraumnachbarn steht ein Umzugswagen. Endlich ziehen sie aus. Wer dort einzieht, wird einen guten Hochdruckreiniger brauchen. Okay. Boah, ist ein Schlamm da vorne. Das sieht wirklich aus, als wäre der auf dem Grund eines Sees gewesen. So, ich wollte mal eben die C-Taste. Achso, ne, C ist. Okay. Das ist nicht das, was ich gesucht habe. Tab ist es in diesem Fall. Okay.
Gut, wir sind damit erstmal mit dem Groben, außer um Dach. Wirst du diesen Firmennamen nehmen oder soll ich mir ein paar ausdenken? Ich bin phänomenal. Ich habe mir Mörtelnder Thomas, diese Fliesenlegerin, ausgedacht und sie hat es nie bereut. Wo ich darüber nachdenke, vielleicht hätte Bonnie Tyler besser gepasst. Okay. Ja, weiß ich nicht. Kann ich meinem Unternehmen nachher noch einen Namen geben? Das wäre cool. Ich meine, bei Psy Powers sind wir ja schon mit dem Begriff Power ganz gut ausgestattet. Da hat was fliegen gemacht, aber das war nicht das Dach, oder? Bin mir noch nie sicher. Sind noch. Ja, an der Scheibe muss noch ein bisschen was nachgesprüht werden. So, das sollte das Dach dann gewesen sein. So, jetzt gucken wir mal eben, welche Düse wir da. Das müsste die. Oh ja. Damit kriegen wir diese Sachen schon besser weg hier. Fenster, Spiegel. Auch gut. Solltet ihr übrigens noch irgendwelche dieser Art Spiele kennen, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin da durchaus jetzt gerade auf der Suche nach dieser Art von Spielen. Und Steam ist da häufig nicht so hilfreich. Wenn man bei Steam sich solch ein Spiel hier anschaut und dann auf ähnliche Spiele guckt, dann sieht man häufig Spiele, die so ähnlich nicht sind. Und die wirklich ähnlichen Spiele werden einem nicht angezeigt. Sie zu dicht dran. Ist soweit. Okay. 98% gereinigt. Das sieht doch schon gut aus. Ah, das hier hinten. Immer noch 98%. Wenn man zu nah rangeht, ist das mit dem Ziel schwierig. Die Tür ist jetzt auch fertig. Die andere Tür, wie sieht die aus? Auf Tab kommt hier gar nichts mehr. Ah, Reifen sind noch. Da haben wir noch ein bisschen was. Die Scheinwerfer, okay. Oh. Einen Moment, vielleicht da duge ich mich mal für.
kommen wir denn in diese Ritzen rein? Brauchen wir doch noch einen anderen Aufsatz? Wie konnte ich die jetzt... Ups. Wie konnte ich die Düse drehen? Ja, steht doch da. So 99% gereinigt. Wir haben Stoßstangen zweimal, Türen, Reifen zweimal. Müssen wir noch. Können ja nur so diese Reifen sein. Okay, der Reifen scheinbar nicht. Doch. So, Reifen haben wir. Türen und Stoßstangen zweimal. Nochmal runter hier. Okay. Jetzt nur noch die Türen. Aber welche Türen sind gemeint? Da sehe ich gerade nichts. Hinten sehe ich gerade auch nichts. Hier. Okay, das war dann aber nur einmal Türen. Aber Job erledigt. Wunderbar. Das hat schon viel Spaß gemacht. Und ist wirklich ein sehr befriedigendes Erlebnis. Also wer ein bisschen was Entspannendes zum Zocken sucht, dem kann man sowas nur empfehlen. Jetzt ist zum Beispiel der Crime Scene... Oh, Entschuldigung, bin jetzt ans Mikro gekommen. Der Crime Scene Cleaner ein bisschen abwechslungsreicher wahrscheinlich. Weil hier ist ja hauptsächlich das Kärchern. Aber beim Crime Scene Cleaner habe ich das Kärchern auch sehr gemocht. Nur, dass man da halt noch einige andere Sachen machen konnte und aufräumen musste und so weiter. Das wäre dann ja auch in House Flipper so, also House Flipper 2. Aber wie gesagt, das, da komme ich auch noch drauf. So, ja, Job abgeschlossen. Dann können wir auf Escape drücken. $150 haben wir. Oh, hier sieht man nochmal, wie wir gearbeitet haben. Sehr schön. 5-Sterne-Bewertung. Sehr gut. Der Transporter sieht fantastisch aus. Ich habe ja gesagt, unter dem Schmutz ist er in Ordnung. Ich habe dir $100 geschickt, die von dem übrig geblieben sind, was du mir gegeben hast. Als kleine Starthilfe. Also gut, 50 habe ich fürs Saubermachen bekommen und die 100 hat er mir dann nochmal dafür gegeben. Außerdem habe ich gerade meinen neuen Nachbarn am Zaun getroffen, über seinen schmutzigen Hinterhof gemotzt und ihm gesagt, er soll dir Bescheid sagen. Sieht so aus, als hättest du deinen ersten Kunden. Ja, das hört sich doch gut an. Garten reinigen. Läuft. Okay, hey Doc, ich hoffe, du stellst dich gerne Herausforderungen, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den schmutzigsten Hinterhof habe, den du je gesehen hast. Das ist Kelvin. Kelvin Müller ist das, okay. Das ist übrigens keine Angeberei von mir. Ich hatte nichts damit zu tun. Ich bin gerade für eine Weile in die Stadt zurückgezogen, um meinen Leuten zu helfen, die beide aus dem letzten Loch pfeifen, und habe etwas gemietet, was ich für ein tolles kleines Haus hielt. Hätte fragen sollen, warum in der Anzeige keine Gartenbilder waren. Sie müssen hier Nashörner gezüchtet haben oder so. Wie auch immer. Mein Mädchen juckt es in den Füßen, da rauszukommen. Und ich möchte nicht, dass es sie überall juckt, wenn sie wieder drin sind. Also bitte mach dein Ding. Vielen Dank. Details, ja, da haben wir wieder die Preise. Also was wir verdienen daran alles. Eine ganze Menge Sachen wieder. Wahrscheinlich jetzt natürlich auch etwas mehr als im Job davor. Dann kann ich nichts machen. So, ja, dann starten wir den Job.
So. Ja, gut. Brauchen wir wohl nicht viel zu sagen, was wir hier alles machen müssen. Ich würde gerne noch mal auf die 45, nee, auf die 25 Grad Düse wechseln. Oder doch 40. Wir machen mal 40. Mal gucken, also die 40, die größte ist weiß. Grün, gelb, rot. Kann man sich eigentlich merken nach der Ampel. Grün, gelb, rot, weiß beginnt. Dann kann ich das vielleicht nachher auch ohne über dieses Menü zu gehen machen. Lustigerweise lebte damals meine erste Freundin Floriane Perez hier. Das waren gute Zeiten. Okay. Das freut mich für dich. Okay, also die ist ja schon ein bisschen warm. Also die 25 Grad finde ich schon effektiver. Okay, damit haben wir einen Balken fertig. Erstmal wieder so ein bisschen so die groben Flächen. Und dann können wir uns um schmalere Details kümmern. Belohnungsgeräusch ist was Feines. Okay, die Steine sind auch schmutzig. Okay, ich mache erstmal den Zaun fertig. Zaun sieht gut aus. Ich mag das Wassergeräusch. So, da oben ist auch gut. Ist irgendwie. Okay, da müssen wir noch ein bisschen ran. Vielleicht noch mit einer. Ja, nicht gut aus, aber von der anderen Seite vielleicht noch. Ja, genau. Das für, ja, ist okay. Haben wir den hier fertig? Eigentlich ja. Aber hier, das sieht noch nicht gut. Da waren wir etwas nachlässig. So. Und besser. Gut, dann können wir jetzt uns an dieses Wegstück hier mal begeben. Mal eben gucken, ist das, ja, das sind nur die Steine, der Weg selber nicht. Wollte gerade sagen, ein Stein hatte noch nicht angeschlagen. Thank you.
Das Spiel soll ja auch insgesamt eine ganz witzige Story haben. Bin mal gespannt, in welche Richtung das so geht. Aber das ist für mich auch nur Bonus. Hauptaspekt ist natürlich schon das Spielerische und dieses nette Belohnungssystem hier. So, ein bisschen den Rand hier mal dran. Hundehütte sollte natürlich auch sauber werden, das ist klar. Ja, da sind das verschiedene Arten von Schuhen. Ne, ich glaube, das ist einfach nur so ein bisschen. Also diese braunen Flecken oder so, die müssen, glaube ich, dann so sein am Ende. Vermute das zumindest, wir werden es gleich sehen. Natürlich ganz angenehm ist, dass man hier Wasser nicht immer nachtanken muss oder so. Das war ja beim Crime Scene Cleaner der Fall. Das war dann ein bisschen, ja, es ist ja okay, aber manchmal war es ein bisschen viel Rennerei dann. Das ist noch nicht befriedigend. Oh. Okay, dann ist das mit den Special-Dingern doch so Special ist gut. Die speziellen Flecken hier, die gingen halt nur nicht mit dem normalen Strahl weg. Okay. Ist die Trittleiter für irgendwas wichtig? Weiß ich jetzt noch nicht. So, Hundehütte fertig. Hier gibt es natürlich jetzt noch eine Menge. Ich glaube, ich mache da unten mal weiter am Rasenmäher. Ein bisschen mit der ganz laschen Methode hier. Das ist noch nicht wirklich ausreichend. Ich nehme an, der Rasenmäher ist nur ein Stück, ne? Also nicht, dass da mehrere Teile am Rasenmäher noch bewertet werden. Der sieht aber schon wieder sehr angenehm aus. Das ist noch immer eine Menge, was man nicht so gut sieht auf den ersten Blick. Kommen.
Maschinengewehrfeuer. Geht auch. Okay, da ist einiges. Okay, Rasenmäher scheint in Ordnung. Moment mal. Ach so, es gibt zwei Hopp-Stufen. Wunderte mich schon. Ja, die haben wir wieder mit dem Grünen dran. Die grüne Düse ist meine Lieblingsdüse. Weil schnell und schon relativ gründlich. Hufeisen schon fertig. An der Tür sehe ich schon, da ist noch ein bisschen hartnäckiger Dreck dran. Auch fertig, Stern auch fertig. Da unten werden wir wahrscheinlich nachher noch mal ran müssen. Was ist eigentlich mit dem Dach? Das kann ich alles von hier aus, ne? Hoffe ich. Ja, das haben ja auch einige in den Rezensionen, hat man auch schon so Dinge gelesen wie, ja, dass man zu Hause eher nicht so das Putzen bevorzugt, aber im Spiel das stundenlang machen kann dann. Ja, ich verstehe es. Da sehe ich mich auch. Okay, da werden wir nachher sowieso noch mal richtig kräftig ran müssen. Ah, ich glaube, das Dach wird wahrscheinlich auch noch nicht so richtig fertig sein. Wollen wir nochmal drehen. So. Ich bin gespannt. Das Spiel ist ja jetzt nicht mehr ganz so jung. Ich weiß jetzt gar nicht. 2 Jahre alt oder was? Oder 3? Keine Ahnung. Ob sich das Leute jetzt so noch angucken, die Videos hier so. Ich meine, ich mache das natürlich auch aus Spaß. Kann man natürlich klar sagen. Ich spiele ja nicht Spiele deshalb, nur damit sie geguckt werden, wenn sie mir keinen Spaß machen. Aber würde mich natürlich schon freuen, wenn sich da noch einige für erwärmen können. Ja. Auf die harte Tour her.
noch nicht sauber, oder? Die Wand insgesamt scheinbar auch noch nicht. Das habe ich mir ja schon gedacht. Ja, dem ist nicht so leicht beizukommen hier. So, hier ist ein Zimmer. Okay, das Fenster haben wir dann schon mal. Der Wand sehe ich sehr. Ah, da unten in der Ecke ist noch. Da kann ich im Moment nicht sehr gut erkennen, ob da noch was ist, aber die Wand sieht, glaube ich, ganz gut aus. Vorne ein größeres Problem. Tür in Ordnung. Damit das ganze Haus jetzt erledigt. Oh nee, ist es nicht. Fenster in Ordnung. Okay, das sieht auch gut aus. Dach sieht noch überhaupt nicht gut aus. Joe Average. Was ist los? Reinigst du auch Motorräder? Ich könnte jemanden gebrauchen, der mal über mein marodes Geländemotorrad geht. Floriane und ich sind den ganzen Tag in diesem Steingarten herumgeklettert und haben so getan, als wären wir auf dem rumpelnden Mount Rushless und der Teich war der Krater. Ich habe allerdings keine Ahnung, wie wir die Fische erklärt haben. Was labert ihr da? Motorrad, ja, würde ich schon machen. Wenn ich mir diesen Job aussuchen kann. Das sieht noch nicht gut aus. So gar nicht. Sehr hartnäckige kleine Flecken hier. Nicht so leicht beizukommen ist, aber hier oben ist auch noch eine Menge. Okay, ist das Dach in Ordnung oder ist das. Sieht so aus. Müsste das Haus. Ach nee, das ist noch nicht gut. So.
Sieht ganz gut aus, das Haus. Okay, gehen wir mal. No. Na gut, da würde ich jetzt ein Kind nicht so draufsetzen. Aber den machen wir wieder Picobello hier. Wohl nachher erstmal noch in der Sonne trocknen. Ist der fertig? Achso, komplett? Nee, nicht komplett. Doch, da müssen wir mal wieder mit der verschärften Düse ran. Ist der in Ordnung. Dann gehen wir mal in die Schaukel. Ja, unter der Schmutzschicht haben wir noch einen. Ganz angenehm Stoff noch. Komm ich hier hinten an das Dach ran? Ist schon gut, ne? Natürlich nicht gekriegt, dass ich gerade eine Nachricht bekommen habe. Ich muss gleich auch mal kurz nachgucken. Aber erstmal möchte ich diese Schocke hier in Ordnung bringen. Zumindest im Groben schon mal. Andere können wir besser von der anderen Seite machen. Kitten. Das Holz noch ein wenig bearbeiten. Eine Kette fertig, die andere ist nicht so ganz. Ah, okay. So, oh ja, da müssen wir mal eben schnell noch. Thank you.
So, das Holz still, das ist auch noch. Das sind immer die etwas aufwendigeren Sachen. Weil es so verwinkelt. Jetzt auch noch ein bisschen. Oder werden wir wohl gleich nochmal mit dem feineren Sezierwerkzeug ran. Okay. Dann ist das auch in Ordnung. Kriegen wir die eigentlich mit Gelb ab? Gut aus. Da brauchen wir aber, glaube ich, doch noch Rot. Das sieht so weit fast gut aus. Oh, schwer hier in die Ritzen zu kommen. Sieht schon besser aus. Das noch nicht. Noch feineren Strahl. Das muss jetzt schon hinhalten. Aber vielleicht kriegen wir das ja auch so gebacken, dass wir dadurch, dass wir noch andere Stellen richtig sauber kriegen, dass sie gleich fertig ist. Das da geht, glaube ich, schon besser wieder dasselbe. Die gedrehte. Eigentlich sieht das fast gut aus. Also nur fast. Diese hintere Ritze da, die ist nicht so einfach. Kann ich hier drauf? Nee, ich kann nicht auf die Couch drauf. Aber vielleicht ist auch eher unten noch ein bisschen was. Da sieht man so auf den ersten Blick nichts unten, aber ich gehe lieber noch mal nach. Oh, okay, ich verstehe. Und drunter ist noch eine Menge Schmutz. Ich da mit den Ritzen da hinten auf. Dabei ist es doch jetzt schon fertig. So einfach manchmal. Das
wollte ich mal eben kurz Nachrichten schauen. Okay, das Dach ist noch gar nicht fertig. Noch so überhaupt nicht. Hier oben drauf. Zählt mich gerade Lexi-Ballon mit Nachrichten. Ein guter Moment. So, Dach ist in Ordnung. So, einmal kurz antworten. So, ich hab's gleich. Entschuldigt diese kurze Unterbrechung. Okay. Hier schon mal sehr gut wieder aus. Da vorne gehen wir jetzt mal. Moment mal. Okay, da der Blumenbeet nehmen wir uns auch mal vor. Aber da müsste gelb reichen. Fein. Das ging ja flott. Ja, der Grill sollte schon auch wieder funktionsfähig werden. Also gebrauchsfähig, sagen wir mal so. Die Funktion wird ja sowieso gehen. Boden schon mal im Groben soweit. Nachher natürlich noch mal mit ein bisschen Feinarbeit rein. Ist ja klar. Der Grillmeister 2000 hier. Älteres Modell, aber noch gut. Das sieht schon ganz nett aus.
Ja, also ich kann echt nachvollziehen, dass man das stundenlang machen kann. Weshalb ich das selber auch genauso tue. Der Grill jetzt schon komplett? Nee, ne? Da muss noch was. Ja, da muss noch so einiges. Ja, der Unterboden, der darf nicht vernachlässigt werden. Wie beim Auto, so beim Grill. Hier drin lasse ich ja auch nicht feierlich aus. Okay. Grill in Ordnung. Ich hoffe, die Fläche hier jetzt auch. Okay. Rand wird nicht extra bewertet, oder? Doch. Okay, wurde ihn auch erledigt.